Mädel, Leute, Serpeln hier. Heute geht es um was, das zwar an sich kein wirkliches Problem ist, aber was mich einfach höllisch anpisst. Und zwar, dass Videospiele einfach immer fucking nochmal größer werden. Ich meine, es ist nicht mehr feierbar, was du heutzutage an Speicher freiräumen musst, damit du dir ein neues Spiel irgendwie laden kannst. So 70, 80, 100 oder 150 Gigabyte sind heutzutage einfach bei größeren Spielen die Norm. Und es ist halt nicht nur bei größeren Spielen so, dass du einfach fucking viel Speicher brauchst. Ich meine, gerade das aktuelle Call of Duty hier, Black Ops 4, es ist so scheiße fucking nochmal viel Datenmüll, den du einfach hast. Das sind irgendwie 150 Gigabyte und noch irgendwie ein 20 Gigabyte Patch direkt zu Release gewesen, was dann halt einfach für mich keinen Sinn ergibt. So, ich würde einfach niemals so viel Speicher opfern, nur um ein Spiel zu spielen. So, klar, der Großteil der Spiele ist noch nicht so, aber diese ganzen neuen AAA-Games sind so und das wird gerade einfach die Norm, dass du ein Spiel so locker mal so 20, 30, 40 Gigabyte groß sein kann. Ich meine, ich checke es, wenn ein Watch Dogs oder so groß ist, mit einer riesen Open World, aber Call of Duty ist nun mal ein Shooter mit relativ kleinen Maps. So, klar, viele Maps, aber es ist jetzt nicht wirklich eine Ausrede, dass du viele Maps hast, dass du einfach 150 GB brauchst. So, 20 GB, von mir aus 30, okay, wenn du wirklich viele Maps hast, ist das eine okay Menge an Daten, die du einfach speichern musst, aber 150 fucking Gigabyte, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? So, ich meine, es ist nicht mehr normal. Es ist nicht so, als hätte Call of Duty jetzt auf einmal eine riesengroße Open World. So, ich kann mir einfach ein Call of Duty von vor 10 Jahren kaufen. Das hat irgendwo mit den gleichen Inhalten, zwar weniger Maps und so, aber es hat laufende Online-Server und shit. Und allgemein, so, wenn ich nur einen Shooter will, der gut ist, dann kann ich mir ein altes Call of Duty kaufen. Habe ich die gleiche Experience mit. Das ist halt ein guter Shooter. Und außerdem muss ich dann nicht irgendwie 60 € für die Scheiße raushauen, sondern irgendwie 10 oder 20. Je nachdem, was es ist. Also, es ist so, also, man hat so viele Alternativen, aber man wird es halt sich einfach nicht kaufen, weil man hat es nicht vorm Auge direkt immer. Und das ist halt so scheiße, besonders einfach, wenn das so enorm wird. Ja, wie sehen dann die nächsten Konsolen aus, wenn da das neue FIFA, Call of Duty und NBA 2K-Spiel rauskommt? Ja, dann ist halt der Speicher voll. Und das nur bei solchen Basisspielen so. Ich meine, gut, es wird wahrscheinlich jetzt eher bei Call of Duty bleiben mit dem vielen Speicher. Aber so, es ist einfach wirklich so ein Trend, der mich ein bisschen anpisst, einfach eben weil ich mir keine 3 TB an Speicher leisten kann. So, ich habe eine 500 GB SSD. So, das ist zwar wirklich gut an sich, für eine SSD hoch. Den Preis, für die da mitkamen. Aber es ist halt, ja, das ist halt nicht so viel, wie ich gerne hätte, damit ich aktuelle Spiele spielen kann. So, ah, es wird einfach immer schlimmer mit diesen Daten. So, jedes Spiel ist heutzutage einfach so ein riesengroßes Paket an Daten, die es meistens halt nicht mehr braucht. So, es ist halt einfach an sich dumm geworden, wie groß solche Speicherteile sind. So, ich meine, Nintendo bekommt es hin, Mario Kart einfach die Strecken so klein zu halten. Die haben weniger Polygone als das Lara Croft Modell im neuesten Tomb Raider. So die gesamte Strecke, die bekommt es ja auch hin, Maps klein zu halten. Wieso kann das dann nicht ein anderes Studio auch hinbekommen? Und es ist nicht so, als hätte nur Nintendo so Supreme-Entwickler. So, Activision ist ein Millionen, also Activision Blizzard ist ein Millionenunternehmen.
Die sind die Typen, denen Candy Crush gehört. Also die brauchen jetzt nicht unbedingt überall Geld einsparen und so. Die haben dieses Geld, aber sie machen halt nichts damit. So, sie produzieren einfach so viel Datenmüll. Es ist halt einfach nicht mehr, es ist nicht mehr feierbar, was das für ein Scheiße geworden ist. Naja, so, ich habe auch jetzt alles gesagt, ne? Haut raus, bleibt schön toxisch und habt noch einen schönen Tag oder so. Ja, und deabonnieren, disliken, die Glocke entbimmeln und kommt nie wieder auf meinen Kanal.